Okay, Leute, ein abschließendes Fazit zum Thema Telekom, Kabel, Internet. Mir ist aufgefallen, ich bin mit vier Problemen konfrontiert gewesen. Vier Probleme, mit denen ich alleine umgehen muss. Die Telekom war mir in vielerlei Hinsicht leider nicht hilfreich dabei. Und das ist sehr, sehr schade. Das erste Problem war, da herrscht scheinbar keine Kommunikation zwischen den Mitarbeitern bei der Telekom. Ganz am Anfang hatte ich das Problem, dass DOCSIS 3.1 nicht aktiviert war. Ich habe mich nämlich beschwert, ich hatte nur 90 Mbit beim Upload. Da habe ich angerufen, was ist denn da los? Warum habe ich nur 90 Mbit? Muss ich nicht 200 haben? Da habe ich gesagt, oh ja, stimmt ja. Ja, DOCSIS 3.1 ist ja gar nicht aktiviert. Ich schicke Ihnen mal einen Techniker vorbei. Was macht der? Schickt einen Techniker vorbei. Ich habe gedacht, der Techniker kommt vorbei, um DOCSIS 3.1 zu aktivieren. Aber der hat mich nur eine Stunde lang aufgehalten. Ja? Und dann ganz am Ende dann, hat er dann angerufen. Ist eigentlich DOCSIS 3.1 aktiviert? Nein? Ja, dann aktivieren Sie mal DOCSIS 3.1. Und dann hat er telefonisch, er hat vor Ort nichts gemacht, nur meine Zeit verschwendet. Hat er telefonisch DOCSIS 3.1 aktivieren lassen, anstatt dass der erste Mitarbeiter das selber macht, ja? Scheinbar irgendwie die Rechte dazu, das zu machen, oder was ist das hier? Also, da habe ich gemerkt, oh je, das ist hier Kindergartenniveau. Was soll denn der Blödsinn? Das ist das erste Problem. Ich kann nichts dafür. Ich wusste nicht mal, was DOCSIS 3.1 überhaupt ist. So, jetzt weiß ich es. Mehr denn je. Problem Nummer zwei. Ich hatte Bandbreiteneinbrüche abends. Da wusste ich jetzt auch nicht. Das ist seltsam. Bei Vodafone hatte ich sowas auch nicht. Weil Vodafone damals alles perfekt ausgebaut hatte. Die Kapazität hatte Vodafone ausgebaut. Telekom hat das nicht gemacht. Telekom hat sich schön Zeit gelassen, 16 Monate lang Zeit gelassen. Sie hat sich so lange Zeit gelassen, bis ich den Vertrag gekündigt habe, vorzeitig, halbes Jahr vorher. Dann sind die langsam aufgewacht, ah, der kündigt jetzt in den Vertrag, das geht gar nicht sowas. Dann am 5. April oder Mai, keine Ahnung, das war irgendwann im April, glaube ich, dann plötzlich sehe ich da, oh, 200 Mbit beim Upload, nicht schlecht. Ja, da habe ich den Vertrag wieder zurückgenommen, habe wieder mit Mut geschöpft, Hoffnung geschöpft. Und dann habe ich gemerkt, die Leitung ist insoweit stabilisiert worden, verstärkt worden. Beim LAN habe ich das gemerkt, alles bestens. Ja, dann habe ich gemerkt, dass das Aris-Modem mit meinem WLAN-Adapter schlecht zusammenarbeitet, aber nicht, weil der WLAN-Adapter so schlecht wäre, sondern das Aris-Modem taugt einfach nichts. Über 5 GHz hatte ich manchmal nur 2 Mbit. Und das hat mich wieder in ganz andere Zeiten zurückerinnert. Aber das hatte nichts mit den Bandbreitenengpässen zu tun. Ich habe sofort einen Speedtest drüben gemacht, über LAN, und da hatte ich die vollen 1 Gigabit. Da wusste ich sofort, das Aris-Modem muss sofort raus. Dann habe ich mir die hier geholt, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist die neueste Version, da kannst du nichts falsch machen. Was passiert? Die wiederum, die 6690, hat mit dem alten WLAN-Adapter, weil er nur Wi-Fi 5 kann, grottenschlecht harmoniert. Grottenschlecht war das. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt wieder los? Dann habe ich mir das hier geholt. Ja, jetzt habe ich genau das hier. Das heißt also, wenn man diese hier hat, die 6690, muss man sich gezwungenermaßen einen dieser Adapter hier holen. Also man muss gezwungenermaßen 30 bis 40 Euro ausgeben, um die überhaupt so nutzen zu können, wie sie angepreist wird. Ansonsten kann man sich gleich so diese Box kaufen. Das hätte ich auch tun können. Jetzt, wo ich weiß, wie alles harmoniert oder nicht harmoniert, ja, jetzt weiß ich, ich hätte statt der 6690 auch diese hier kaufen können. Und die hätte perfekt mit dem alten Wi-Fi 5 Adapter harmoniert. Denn bei Vodafone hatte ich ja genau diese hier und den alten Wi-Fi Adapter. Aber ich dachte mir, da wird schon nichts schief gehen, wenn ich diese hier kaufe. Die ist bestimmt abwärtskompatibel oder sonst was. Ne? Aber Pustekuchen, Leute. Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6, das ist ja wie Feuer und Wasser, das passt ja überhaupt nicht irgendwie zusammen. Ich habe Beispiel. Ich habe jetzt über die neue 6690, die ich hier habe, meinen Laptop hier hingestellt.
Das ist sogar 2 Meter weiter, 3 Meter weiter als der LAN-Adapter da ist, der WLAN-Adapter. Hier stand der und der hatte mit der neuen Box hat er 80 Mbit über 5 GHz. 80 Mbit über 5 GHz. Und mit der alten hier hat er 350. An der Stelle hier. Also da ist auf jeden Fall. Und jetzt verstehe ich auch langsam, wie hier der Preis zustande kommt, weil das hier ist eigentlich viel schlechter von der Ausstattung als die neue. Die neue hat viel mehr Bandbreite, stellt sich zur Verfügung wie durch das Wi-Fi 6 und auch noch ein 1,2,5 Gigabit LAN-Adapter ist auch noch dabei. Das hat die hier gar nicht, die alte. Aber die Leute zu Hause, die Leute haben nur den alten WLAN-Adapter, der nur Wi-Fi 5 kann. Deswegen kaufen sich die Leute diese hier. Und weil die ganzen Geräte, die sie zu Hause haben, auch nur Wi-Fi 5 können. Deswegen ist sie so beliebt und teurer als das neue Modell. Theoretisch hätte ich mir auch diese hier holen können. Dann hätte ich mir das hier sparen können für 30 Euro. Versteht ihr? Aber das alles kann ich nur wissen, indem ich das und das ausprobiere oder mich tausendmal durch irgendwelche Foren durchboxe und frage, was harmoniert mit wem und überhaupt. Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Aber 4 Probleme. Unnötige Probleme. Eins unnötiger als das andere. Wenigstens mal irgendwie einen Tipp geben am Telefon, hätte die Telekom mir ja irgendwie wenigstens mal sagen können, dass Wi-Fi 5 und 6 nicht miteinander harmonieren. Irgendwas, keiner. Zuletzt nur Probleme und nur unnötige Besuche. So, was würde ich jetzt anders machen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich habe jetzt alles ausprobiert. Ich würde auch das hier jetzt nicht mehr kaufen, neu, weil meine Handys funktionieren zum Glück einwandfrei mit Wi-Fi 6. Also die harmonieren zum Glück, obwohl die kein Wi-Fi 6 haben. Mein Laptop, wenn er nah genug an der Fritzbox ist, dann ist auch die Bandbreite top. Aber hier auf die Entfernung hin, da wurden scheinbar irgendwelche Frequenzen rausgenommen aus Wi-Fi 5 und dem 6 zugeordnet. Irgendwie sowas. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Test machen mit Wi-Fi 6 über den Notebook direkt neben dem Router. Das wird interessant werden. Habe ich leider noch nicht gemacht. Ich nehme den Adapter hier, den Wi-Fi 6, mache den an den Notebook. Dann habe ich Wi-Fi 6 auf dem Notebook, stelle mich neben den Router und dann gucke mal, ob ich auf das Gigabit komme. Theoretisch müsste ich auf das Gigabit kommen dann, oder? Müsste ich auf dem Notebook dann gar volles Gigabit haben. Aber andererseits, wenn ich neben dem Router stehe, da kann ich das Ding auch per LAN anschließen, oder? Das ist ja auch Quatsch. So gesehen ist das eigentlich Blödsinn. Naja, das macht nur Sinn, wenn ich den Laptop hier habe. Wenn ich den Laptop hier habe, auf die Entfernung hin, das macht dann Wi-Fi 6. Das macht dann alles aus, ja. Ja, wie gesagt, ich würde mir die nicht kaufen. Aber diejenigen unter euch, die nur Wi-Fi 5 haben auf ihren Endgeräten, die sollten lieber die hier kaufen. Auch wenn sie mehr kostet und weniger leistet. Die wird mit euren Wi-Fi 5 Geräten viel besser harmonieren. Das ist meine Einschätzung. Und ihr spart euch diesen Adapter hier. Ihr spart euch die 35 Euro. Und ja, das ist meine Erkenntnis. Das kann ich euch so mitgeben. Ich habe ja auch einiges dazugelernt jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so inkompatibel ist miteinander. Ich dachte, die wären irgendwie abwärtskompatibel oder irgendwie sowas, aber nein, Pustekuchen. Es ergibt auch keinen Sinn hier, der Preis. Das kostet ja, die alte kostet mehr als die neue. Das ist auch sinnlos. Das ergibt auch keinen Sinn hier, was hier gerade hier passiert bei den Preisen. Aber dadurch kann man seine Verkäufe natürlich auch von diesem Modell, die kann man dann auch pushen. Ne? Ich weiß nicht, wer für diese Inkompatibilität zuständig ist, aber AVM freut sich darüber, ne? Wenn sie veraltete Technik teurer verkaufen kann als neue. AVM ist glücklich. AVM ist auf jeden Fall der Gewinner. Und die Dinge sind wirklich, die sind wirklich rar, Leute. Hier kann man zum Beispiel nur 3 Stück von dem kaufen. Die Dinger ist nur noch eins auf Lager. Also die gehen weg wie warme Semmeln. Aber ist okay, von der Qualität her kann man auch nicht meckern. Ja?
Aber technisch, ich wusste nicht, dass man so versiert sein muss. Das hätte ich nicht gedacht jetzt. Ja. Gut, also ich bin auf jeden Fall für die Technik, für die Zukunft gerüstet. Mit dem Teil hier. Ob ich mir nochmal 2,5 Gigabit Landadapter kaufe, muss ich mal gucken. Das könnte ich auch nochmal ausprobieren. Ich habe hier die Möglichkeit, nochmal ungefähr 15% an Leistung rauszuholen, an Bandbreite. Und das lohnt sich auch, glaube ich, weil ich habe jetzt viele Speedtests gemacht drüben und ich habe immer volle Bandbreite. Also ich habe wirklich das komplette Vodafone-Feeling. Und das war die letzten 2 Jahre, also die ersten 16 Monate, war das nicht so. Das hat zu stark geschwankt. Jetzt schwankt gar nichts mehr. Jetzt ist es genauso, wie es sein sollte. Deswegen habe ich mal gefragt, wieso sind die Telekom-Mitarbeiter, warum sagen die immer, dass bei ihnen immer alles im grünen Bereich ist. Bei mir schwankt alles. Jetzt glaube ich denen, dass das wirklich alles bei denen voll ausschlägt am Signal. Gut, aber das hier, das kostet auch wieder mal 30 Euro extra. Okay, an nicht irritieren lassen, das war die erste, die ich gekauft habe. Das war die erste, ich habe nochmal eine zweite gekauft und das ist die dritte jetzt. Die dritte habe ich nicht hier gekauft, sondern bei Mindfactory. Deswegen steht das hier 26. Februar. Die dritte habe ich jetzt vor 2 Wochen gekauft. Ungefähr 2 Wochen. Jo, machen wir einen Speedtest. Aber das ist schon interessant. Da steckt man einfach nicht drin. Das kann man unmöglich wissen als normaler Laie. Und dann kommen noch so unnötige Komplikationen dazu, die von der Telekom hausgemacht sind quasi, ja, wie ich schon genannt habe, Telekom-Mitarbeiter, keine Kommunikation untereinander und so weiter. Und wenn ich dann auch lese, das habe ich auch noch gelesen, während dieser Zeit habe ich dann irgendwo im Internet gelesen, es wäre typisch für Kabel-Internet, typisch, dass es diese Bandbreiteneinbrüche abends gäbe. Wegen Segmentüberlastung. Da habe ich habe das sofort geglaubt, weil in den ersten 16 Monaten hatte ich ja genau diese Probleme. Abends immer Segmentüberlastung. Aber warum ist das die Überlastung da? Ja, weil die Kapazität nicht ausgebaut war. Deswegen gab es die. Das ist kein typisches Phänomen, sondern es fehlt die Investition von der Telekom oder von Vodafone. Da ist das Problem. Nicht an der Technik, an der Architektur oder sonst was. Bei Vodafone hatte ich auch die Probleme, weil Vodafone hatte ordentlich ausgebaut, sodass wirklich jeder genug Bandbreite zur Verfügung hat. Ja. Und wenn ich sowas lese, ja, dass das typisch ist, es ist aber nicht typisch. Es ist typisch für Unternehmen, die zu geizig sind, zu investieren in das Segment. Das ist typisch, aber nicht, was an der in der Natur des Kabelinternets liegt und dass es technisch nicht besser möglich wäre. Es ist technisch besser möglich. Man muss ein bisschen was investieren. Ja? Bei Telekom hat es 16 Monate gedauert. 16 Monate, bis sie mein Internet auf das Niveau gehoben hat, wo es von Anfang an hätte sein sollen. Bis dahin wurde ich hingehalten mit Relativierungen und machen Sie das, machen Sie das. Ich wusste von Anfang an, woran es liegt. Ne? Ja, das liegt einfach daran, die haben nichts ausgebaut. Also wenn ihr solche Probleme habt, Leute, dass ihr abends Engpässe habt, dann wisst ihr, die Telekom hat nicht ausgebaut. Oder Vodafone hat nicht ausgebaut in eurem Gebiet. Und wieso ist das so? Ich schätze mal, das ist so wie bei Glasfaser. Wenn es nicht genug Kunden gibt, die hochpreisige Anschlüsse mieten, wie ich zum Beispiel für 69,95, dann investieren die auch nicht viel. Wenn die meisten Kunden nur DSL-User sind, dann sehen die keinen Grund darin, das Segment noch weiter auszubauen. Aber ich habe oft genug bei der Telekom angerufen und gesagt, ich zahle hier keine 70 Euro im Monat, Leute, damit ich hier hingehalten werde. Ich will jetzt Leistung sehen, ja. Und ich hab noch darauf hingewiesen, dass es hier nicht, dass ich hab hier den Vertrag ja gekündigt, um noch zu zeigen, wie ernst mir das ist. Und erst dann haben die reagiert. Und die haben mir sogar einmalig 30 Euro erstattet, als Entschuldigung. Einmal 30 Euro. Ja.
Das weiß man einfach. Ich habe ja Vergleichsmöglichkeit. Ich hatte ja Vodafone vorher gehabt mit dieser hier. Und es lief ja auch alles bestens. Ja. Aber hier war wirklich alles anders. Telekom anders, dann die Verweigerung, schnell genug aufzurüsten und das Ares-Modem. Hier war alles anders irgendwie. Ja. Aber jetzt ist alles bestens, endlich. Hat ein bisschen gedauert, aber. Also ich kann nur sagen, Leute, bringt eine Menge Geduld mit. Was ich persönlich jetzt empfehlen würde, kauft euch diese hier. Wenn ihr nicht unbedingt zwangsläufig nur Wi-Fi 5 Geräte habt, würde ich euch das empfehlen, weil das ist lächerlich. Selber Preis, aber hier habt ihr viel zukunftssichere Technik. Ja, mit 4800 Mbit, das ist auch für die Zukunft gesichert. Folgendes: Nächstes Jahr wird das Kabelinternet abgeschaltet. Nicht abgeschaltet, sondern das Nebenkostenprivileg, das fällt weg. Das heißt, viele Leute werden kein Kabel-TV mehr gucken. Es besteht die Hoffnung, dass durch den Wegfall von vielen Kunden einzelne Segmente, wenn das geht, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich geht das nicht, aber ich habe gehört, wenn das Kabel-TV komplett abgeschaltet werden würde, könnte man diese Kanäle zur Datenübertragung nutzen. Das heißt also, man könnte locker noch 2 Gigabit rausholen aus der Kabel-Internet-Leitung. Und da bin ich ja schon mal ganz gut gerüstet hier mit meinem 2,5 Gigabit LAN-Adapter. Und deswegen, und weil ich glaube, dass die Fritzbox qualitativ so hochwertig ist, dass sie bestimmt noch ein paar Jahre hält, ne? Sagen wir mal, 10 Jahre muss sie halten. Die muss 10 Jahre halten. Ich gehe davon aus, bei dem Preis erwarte ich nichts anderes. Ja? Und die ist auf jeden Fall zukunftssicherer als das hier. Weil hier ist nicht mal ein 2,5 Gigabit-Anschluss dabei und auch kein Wi-Fi 6. Ansonsten kann ich wirklich, also wenn ihr wirklich nur Wi-Fi 5 Empfänger habt, naja, wäre vielleicht doch besser, wenn ihr euch dann die hier holt. Ja. Da hilft aber nur ausprobieren, Leute. Da hilft wirklich leider nur ausprobieren, weil meine Handys funktionieren ja einwandfrei mit der Fritzbox. Es geht nur um diesen Wi-Fi LAN-Adapter und um mein Notebook. Also es ist nicht auf jedes Gerät. Es kommt darauf an, wie viele Geräte sind mit wie viel kompatibel und inkompatibel. Muss man wirklich da ausprobieren. Gut. Auch das hier, das läuft auch, funktioniert wunderbar. Ich fliege auch nie raus oder so. Also ist alles bestens. Ich kann mich nicht beschweren. Also ist auch stabil, schnell. Ja. Und den Adapter kann ich auch sehr empfehlen, immer noch. Ja. Okay, was ich hier gerade sehe, Moment, Dualband 1200. Theoretisch, vielleicht gibt es auch bessere Wi-Fi 6 Adapter, da könnte man noch mehr rausholen. Allerdings auf die Reichweite hin. Mir würde das jetzt nichts bringen, ja, wenn ich jetzt einen solchen WLAN-Adapter kaufe mit Wi-Fi 6, mit, sagen wir mal hier, 4800 Mbit. Das würde ja mit meiner komplett harmonieren, ja. Aber auf die Entfernung hin kriege ich das sowieso nicht. Das ist zu weit weg. Ich habe jetzt hier nur 300. Das wird dadurch, dass da hier so viel anbietet, das wird auch nicht besser werden. Ja. Das ist einfach hier von der Entfernung her, das geht einfach nicht mehr. Es würde was bringen, wenn ich näher am Router sitzen würde. Dann würde es bestimmt was bringen. Aber hier, ich komme ja nicht mal auf die 500 stabil. Ne? Ich habe hier nur ungefähr 300 habe ich. 300, das kratzt so an den 400. Also ist der schon wieder überdimensioniert mit seinen 1200. Ne? Wenn ich so nicht mehr bekommen kann, dann war es das. Ne? Wie gesagt, aber ich mache extra Video mit dem Notebook drüben. Mal gucken, wie viel ich da rausholen kann. Wenn das wirklich hier 1200 bietet, dann müsste ich ja auf die 400 Gigabit kommen. Gut, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und das ist das, was ich euch mitgeben kann. Ausprobieren und achtet darauf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man auf so viel achten muss. Naja. Gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal und bye bye.